Fliegen oder Klima retten? Müssen wir uns entscheiden? Die Luftfahrt verursacht rund 3% der weltweiten CO2-Emissionen. Bis 2050 könnte dieser Wert auf über 15% steigen, wenn sich nichts ändert. Deshalb setzt die Branche auf mehr Nachhaltigkeit. Ein großes Thema hierbei: Wasserstoff. Hier an der Leibniz-Universität Hannover wird an innovativen Antrieben gearbeitet, zum Beispiel an Turbinendüsen zum Verbrennen von Wasserstoff. Doch wie wird der Wasserstoff im Flugzeug gespeichert? Aktuell würden die Tanks bis zu ein Drittel der Passagierplätze beanspruchen. Trotzdem könnten Wasserstoffflugzeuge laut Expertinnen und Experten schon in 5 bis 10 Jahren auf Kurz- und Mittelstrecken fliegen. Für Langstrecken könnten E-Fuels eine gute Lösung sein. Diese CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffe könnten sogar in bestehenden Flugzeugen genutzt werden, verursachen aber noch schädliche Emissionen wie Ruß oder Stickoxide. Die Leibniz-Uni forscht auch hier an sauberen Brennverfahren. Auch an reinen Elektroflugzeugen wird geforscht, aktuell kommen sie aber nur für kurze Strecken in Frage. Und egal wie die Flugzeuge von morgen nun betrieben werden, Leichtbau und bessere Aerodynamik machen jede Technologie effizienter. Ihr seht, es passiert viel, damit wir bald klimafreundlicher abheben können. In diesem Sinne, bleibt neugierig, denn Wissen schafft Energie und bringt uns weiter. Wollt ihr ein Teil davon sein? Unten in der Caption findet ihr einen Link zu spannenden Energiestudiengängen und Forschungsprojekten hier an der Leibniz-Uni Hannover. Wir sehen uns, euer Cedric.